Ja, wir haben viel mehr erwartet, dass wir das Spiel machen, so wie den anderen Spielen auch, dass wir dominant sind von hinten raus. Hat leider nicht so geklappt. Wir haben früher rote Karte gekriegt, was meiner Meinung nach nicht mal rot ist. Und das hat uns ein bisschen aus dem Spiel gebracht. Mussten wir natürlich die Räume ein bisschen offener, also waren die Räume ein bisschen offener und das hat St. Pauli gut ausgenutzt dann. Also ich glaube, dass es am Anfang eine sehr umkämpfte Partie war. Beide Mannschaften wollten. Wir waren auch auf jeden Fall gewillt, das schlechte Spiel gegen Norderstedt auch jetzt sozusagen in eine bessere Leistung umzumünzen. Dann spielt uns das natürlich in die Karten, dass wir früh in Überzahl dann gegen Meppen spielen und dann aber auch unser Spiel aufziehen konnten, weil wir auch immer Fußball spielen wollen. Und dann denke ich, haben wir das gut gemacht und die Überzahl gut ausgespielt und somit auch verdient gewonnen. Nächstes Spiel fängt wieder mit 11 Mann an, ne? Also dann sind wir auch wieder dominant, machen das Spiel und ich denke mal, dass wir jetzt 4-0 verloren haben. Das wird uns eine Lehre sein und das wird uns im nächsten Spiel nicht passieren. Also es geht natürlich jetzt diesen Aufwärtstrend ja, weiter beizubehalten. Wir hatten jetzt eine schlechte Phase zurzeit, haben wenig Punkte geholt, auch wenn wir teilweise gar nicht so schlecht gespielt haben. Und jetzt am Wochenende gegen Oldenburg ist dann auf jeden Fall, müssen wir wieder genauso auftreten wie heute und dann denke ich, dass das wieder erfolgreich werden kann.